Meins habe ich vergessen. Der Rest ist dann rein. Wichtig, wenn die Übung hier ein bisschen eng ist, nicht das Bein kurz bewegen, sondern direkt dahin. Und nicht jetzt so wie ich es vorgemacht habe, ich ihn hin und her rüsseln, sondern jetzt direkt. Nachher so die Pointe dahin, dass von hier das immer rechtzeitig abgewehrt ist. Dann so die Pointe dahin, dass von hier längt. Variabel richtig ziehen und Schenk auch richtig ziehen. Und nun soll die Schenk und Neng hier in die Katsami schicken, hier in Schlussstand. Hier ausgetrieben, jetzt getrieben. Mehrmals, bis es hier ist. Also von da dann auch richtig. Und jetzt hier von hier, einmal da schnell. Ein bisschen eng hier. So. Und dann kommt jetzt von hier dahin. Das ist Gortai Kong Chao, Tamin Chang Ta, Deng Lu Xi Jiang. So viel wird.
Atmungen. Und da findet innerhalb des festen letzten Standes, Raudi, Flamenco zeigt den schaubaren Raudi, den Nengsheng im Feld statt. Das sind diese drei Felder und hier das Feld. So geht es immer wieder im Kerngetau. Brauchen wir einen Haufen Kondition und Riegel zu, um das locker zu machen. Und dann kann man von, wo man noch nicht weiter weiß, alles Mögliche machen. Das ist, man prüft das von 1 bis 10, ob man sich das merken konnte. Sehr wichtig, diese Zählweise. Also jetzt. Braubuch. I. Dann zähle ich bis 10 und prüfe, ob ich mir das merken kann. Das ist sehr empfehlenswert. Dann entsteht auch die richtige Kondition. Das ist einmal affirmiert geturnt und einmal durchgezählt geturnt. Dann schließt sich das am Ende von 1 bis 9 in 10 gut ab. Da wird schon mal erzählt, auf Kerngetau, dass eine Figur immer in die 10. von 9 ist.